Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gartutu, beim Clan True Warriors 2. Ja, ich habe gestern auch hier angefangen und hatte ja gestern schon gesagt, wir sehen hier mal einen ultra knappen CK, also der war wirklich, wirklich super knapp und super eng, auch zeitmäßig. Und ihr seht das hier, wir haben 35-35 gespielt und ich hatte das Vergnügen, dass ich mit dem Chief hier zwei Siebener machen durfte. Ich weiß nicht, warum unsere Siebener oder auch unsere Low Achter diese Base hier nicht geschafft haben, also ist mir ein Rätsel. Also musste ich hier an der Stelle ran und wir steigen hier einfach heute mal in die Wiederholung rein vom Alex hier. Alex ist zwar ein Rathaus 9, aber ihr seht das selber, er ist eigentlich noch ein Rathaus 8, denn er hat noch keine erweiterte Zauberschüssel. Er hat hier mal gerade so die Queen auf 2 und der Rest ist halt noch Rathaus 8. Deswegen hat er hier 9er gemacht, auch wenn er gefragt wurde, wieso machst du einen 8er, aber da hat er schon recht. Also als gerade so Rathaus 9er, ja, ist es grenzwertig, hier gleich die 9er anzugehen, muss man ja so sagen. In der Regel hast du, entschuldigt mal, hast du 200 Truppen, hast also noch längst keine 220 Truppen und da musst du nicht unbedingt dann schon gleich an die 9er ran. Hier also hat er das gut entschieden, finde ich, und ist ja auch gut in die Base reingekommen. Mit Blitzzauber und Beben hatte jetzt richtig eine starke Partie an Loons hier in der Base. Ah, die fliegen auch genau richtig, wunderbar. Und ich denke mal, schöner Beginn hier. Ich hoffe, das gefällt euch mal wieder ein bisschen aus den CKs hier zu sehen, denn die Farm- und Eventfolgen haben ja doch ein bisschen zugenommen bei mir. Und das kann ich natürlich jeden Tag drehen, gar keine Frage, weil ich natürlich auch jeden Tag ein bisschen farme. Aber ich möchte natürlich auch mal wieder ein bisschen CK-Action sehen, weil ich ja im Moment selber zumindest mit meinem Elfer gar nicht CK spiele. Und auch der 10er spielt im Moment kein CK und nur meine 9er und der 8er hier, die überhaupt noch am Werkeln sind, spielen im Moment CKs. Auch mein Rathaus 7 Account liegt im Moment brach, denn dort bei der Sofa-Crew ist es mir ein bisschen zu Sofa geworden. Eigentlich wollte ich den Clan schon verlassen haben, aber ich habe den Account jetzt tagelang nicht gestartet. Ich muss mal sehen, wann ich den das nächste Mal wieder in Angriff nehme. Vermutlich, wenn ich das nächste Mal online komme, habe ich 5 Bauarbeiter frei und dann mache ich da irgendwann mal ein bisschen weiter. Aber schön gemacht hier vom Alex auf die Nummer 13, also 10 auf 13. Nicht zu verwechseln hier der Alex mit meinem Alex-Account. Mein Alex-Account heißt Alex360 und den kann ich auch nicht mehr umbenennen, denn der Alex hat das mal gemacht. 360 kommt vermutlich von Xbox oder so, aber wir haben keine. Auch ganz witzig, vielleicht ist das auch ein geheimer Wunsch. Die 7 hat die 12 gemacht hier. Der Chris hier auch auf das Rathaus, auch noch, eigentlich auch noch ein 8er, also so ein richtiger 9er. Ist das hier auch noch nicht, also merkwürdige Bases waren das hier sowieso teilweise. Und da hat man einfach seine RA8 Base genommen und hat hier das, was man nachbauen kann, einfach erstmal irgendwo so hingestellt, dass es erstmal raus ist. Ich meine, das mache ich auch, aber irgendwann ordne ich mich, spätestens wenn es zum CK geht, muss eine neue Base ran. Und das hielt der Gegner hier wohl nicht für nötig, also wurde erstmal die Clanburg gelockt und eliminiert. Und danach geht es hier mit den Hunden und mit den Loons richtig schön in die Base rein hier. Ich bin mal gespannt, wie viele Welpen da überhaupt auftauchen. Denn da kommt ein Max, ich glaube, das war ein Maxed Out Lava-Hund, noch hier mit auf die Luftabwehr. Und aber es geht schon mal einer auf, das ist schon mal nicht schlecht, denn für ein bisschen Cleanup muss ich auch sorgen. Da oben hat er nochmal einen Lava-Hund und schickt jetzt die Loons ganz, ganz eilig hier rein. Aber ich denke mal, die Base hier ist natürlich von so einem starken RH9-Account, ja, ein gefundenes Fressen, hätte ich mal fast gesagt. Also eher ein Overkill. Und so hat er die hier, denke ich mal, gut in den Griff gehabt. Und ja, muss ich eigentlich nicht zu sagen, zu dieser Masse. Da hinten hat er noch einen Schweinereiter. Der macht jetzt gerade noch den, auch nicht schlecht, habe ich noch gar nicht gesehen. Der macht da hinten den Luftfeger weg, ganz, ganz alleine. Da ist er auch noch am Leben. Jawohl, da ist der Schweinereiter und macht hier jetzt das Lager zusammen mit den Lucky. Wunderbar. Und jetzt hat er noch ein bisschen in den Ecken zu clearen, hatte aber dran gedacht, sich noch ein bisschen was offen zu lassen, hat er gut gemacht. Und ihr seht das hier, die beiden Hunde hier auch noch voll. Ja, die helfen jetzt natürlich beim Cleanup nicht wirklich. Deswegen ist es eigentlich immer schöner, wenn man dann die platzenden Hunde hat, damit man entsprechend viele Welpen in der Base hat. Aber manchmal ist es auch schwierig. Ich stand heute auch vor der Wahl, nimmst du einen Hund, nimmst du zwei Hunde.
Und deswegen ist es manchmal dann an der Stelle schon relativ schwer. Hier sehen wir jetzt schon ein RH10 auf RH9. Also so tief mussten wir tatsächlich runtergehen. Denn oben, ja, da haben wir ein bisschen... Oh, entschuldigt bitte. Ich komme auch ewig an dieses Ding dran. Ich muss das unbedingt mal ein bisschen verstellen, dass ich da nicht ewig rankomme. Aber das, ich glaube, das mache ich mal nach der Aufnahme. Das wird jetzt ein bisschen zu laut. Und auf jeden Fall haben wir oben ja so ein bisschen nicht so stark angegriffen. Also die obersten vier Rathäuser waren Rathaus 10er hier beim Gegner und die haben wir leider nur mit einem Stern belegt, sodass wir am Ende entschieden haben, wir müssen unbedingt die 9er alle plätten, denn da sind die Sterne noch eher drin mit drei Sternen als dann bei den 10ern mit zwei, womöglich fehlt sie dann auch noch einmal und da sind wir ganz, ganz sichere Kiste hier gegangen, um das hier nochmal irgendwie versucht haben zu retten. Irgendwie mussten wir es retten und anders ist es einfach nicht gegangen und eigentlich haben wir auch so ein bisschen gedacht, ey, das wird eine ganz enge Kiste. Mal sehen, wie der Ausgang ist und ich war auch selber bis zur letzten Minute hier im Clankrieg mit dabei, habe also hier live mitgefiebert, mache ich eigentlich sehr, sehr häufig, dass ich so ein bisschen live das Ende miterlebe. So, man kann sich ja so ein bisschen so einen Wecker stellen oder was auch immer und dann kannst du hier nochmal reinkommen, vielleicht nochmal die letzte Motivationsschippe ausgeben, um hier den Rest dann nochmal zu motivieren. Aber es ist ein schöner Angriff hier mit Hexen und Bowlern. Ich denke, als RH10 sollte man auch RH9er 3ern, auch wenn das nicht immer gelingt, uns ist das heute auch nicht gelungen mit einem 99% Angriff, das ist dann eher unglücklich, das liegt dann an der Zeit. Und gerade diese Zeitgeschichte, die kannst du ja nicht so wirklich planen. Also so ein bisschen kann man ja planen, wenn man sagt, okay, mein Killsquad darf hier eine Minute verballern, aber wenn die um ist, dann muss der Rest meiner Truppen kommen, denn 2 Minuten für Rest der Base inklusive Cleanup, das ist dann schon immer sehr grenzwertig. Und ich habe hier auch angegriffen, ich muss ja mal gerade sehen, ah ja, okay, hier habe ich mich zu einem Go-Hock nötigen lassen, hört sich auch mal gut an. Also erstmal entgegen der Queen, denn die muss als erstes weg, da habe ich hier erstmal meinen Golem geopfert, hätte ich fast gesagt, aber so ein 4er Golem, der hält schon mal ein bisschen was aus und so dicke ist die Queen dann der doch nicht. Schnell die Queen, meine Queen dahinter gezückt und dann geht der schon mal seinen Weg. Ich denke, der Sprungzauber war in Ordnung, denn Ziel ist es natürlich jetzt möglichst viele Luftabwehren zu erwischen. Vielleicht sogar noch ein Feger und noch ein X-Bogen. Okay, ein Held ist schon weg, der andere Held stört mich jetzt bei dem Rest meines Angriffs nicht wirklich. Auch wenn es so ein bisschen den Anschein hatte, aber ich bin dann hier unten mit fast noch nicht ganz mit allen Hawks reingekommen. Also ein bisschen Surgical wollte ich es mir hier lassen. Denn die sollen hier natürlich jetzt schön möglichst gemeinsam durch die Felder reiten, beziehungsweise immer wieder zusammenkommen, die Hawk Rider. Und ich glaube, an der Stelle ist mir das auch ganz gut gelungen hier. Ja, Bombenturm ist natürlich immer eine Gefahr, vor allen Dingen, wenn dann da noch eine Riesenbombe lauert. Und ich glaube, der bin ich ganz gut aus dem Weg gegangen. Deswegen mit diesem Surgical setzen kannst du natürlich sehr gut hier auch den Riesenbomben aus dem Weg gehen, sodass du nicht klar, da haben wir noch eine, da haben wir sogar zwei, ausgelöst vom einen Schweinereiter, wunderbar. Und jetzt habe ich hier natürlich reichlich Cleanup in der Base und hatte dann auch alle Zeit der Welt, also die 47 Sekunden, die hier jetzt noch runterzählen, die sind natürlich, die zählen ja runter bis zum Ende der Angriff, also ich hatte hier noch über eine Minute 20, glaube ich, Zeit für den Cleanup hier und wenn man richtig viele Hawk Rider hier in der Base hat, ich glaube hier oben, regeln ja auch so ein paar. Jeder nimmt sich hier eine Hütte vor. Das nenne ich mal vorbildliche Absprache unter euch Schweinen. Na, dass nicht immer drei auf eine Hütte gehen, ist ja total unnötig. Schöner ist ja, wenn jeder eine Hütte macht. Und dann ist das hier auch brüderlich geteilt. Ja, wunderbar. Und jetzt kommen die auch nochmal zusammen. Also ihr seht das hier mit der Masse dann an Hawks. Sind natürlich auch diese starken Gebäude, die ja richtig viele Hitpoints haben. Also Hitpoints gleich Healpoints. Je nach Ausbau haben sie ja mehr oder weniger. Und dann glaube ich, dass der Angriff hier in Ordnung war mit dem Gehock. Also schöne, nach wie vor schöne Taktik. Ich liebe die Taktik auch. Und wir gehen hier noch ein ganz kleines bisschen höher. Ja, und ihr seht das hier schon. Na, hier wird es jetzt schon ein bisschen zweisternig. Also die 3 Sterner, die kamen dann im oberen Teil. Und hier waren dann auch schon 10er, die hier auf die 9er gefehlt haben. Also dass diese Base nicht gefallen ist, das hat mich unheimlich geärgert, muss ich sagen. Auch nicht gegen 10er. Ist vielleicht was für ein Nachbau, denn die hat, ich weiß nicht, ob die 20 Fallen mehr hat, aber ich glaube, wir haben hier 3 Angriffe drauf verschwendet oder 4 sogar
Und jedes Mal flogen uns, kann man nicht anders sagen, uns flogen die Truppen hier um die Ohren. Und auch bei dem Angriff hier ist eigentlich ein solider Angriff mit Bola Heiler. Denn die Luftabwehren sind ja doch relativ tief gestaffelt hier. Also erstmal kommt nichts an die Heiler ran. Das ist ja auch das Wichtige bei solchen Angriffen hier. Und jetzt hat er hier richtig, das machen hier die Zehner auf die Neuner sehr, sehr häufig, dass sie extrem viele Riesen mitnehmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Riesen birgt natürlich immer die Gefahr, Riesen fliegen, Golems nicht. Ja, aber Riesen, gerade mit ihrer Masse, dann ziehen natürlich sehr viel Defense-Gebäude auf sich. Das macht ein Golem auch, aber ein Golem eher punktual. Und die Riesen, wenn sie sich dann noch so ein bisschen splitten, ziehen natürlich schön viel Fläche auf sich. Also viel Feuer auf verschiedene Riesen. Aber ihr seht das hier, ich weiß nicht, hier fliegt immer ein Ding oder eine Truppe nach der nächsten weg. Und na klar kriegen die Truppen hier richtig Beschuss. Von außen hier aber da wieder was weggeflogen. Und auch ich hatte mich hier mit dem Gohok versucht und ja, weiß ich auch nicht. Ich sage ja, irgendwas, hier flog immer irgendwas durch die Gegend, irgendwas war immer weg. Durch eine Bombe, durch eine Falle. Also ich hatte das Gefühl, der Gegner hier hatte einfach 20 Fallen mehr, denn hier war kein Durchkommen. Ganz, ganz komisch. Da noch schon wieder ein paar Truppen weggeflogen. Ja, also so ging das hier die ganze Zeit. Naja, vielleicht ist eine Base zum Nachbauen, aber eigentlich ist sie nicht so gut. Und schade auch, der King hier hat es nicht geschafft, diese Base hier irgendwie zu dreiern. Und so musste ja, dann halt der nächste ran. Aber nicht mehr an die Base, die ist ja zweisternig geblieben. Sondern wir haben dann am Ende doch noch alles mobilisiert und haben noch ein paar Dreier reingefahren. Das war nämlich ganz, ganz wichtig. Sonst hätte uns das hier womöglich das Unentschieden gekostet. Und das wollten wir natürlich auf gar keinen Fall. Also wir wollten weder verlieren, noch wollten wir ein Unentschieden. Deswegen mussten hier unsere Zehner hier auf 10 halber, also das sind 10 halber hier ohne Infernos, aber mit X-Bogen, aber auch nur 2. Ja, ich betone das mal, auch nur 2. Also das sind hier diese Punkt 5er Engineers-Accounts, die hier aber trotzdem relativ hoch gelistet sind. Ihr seht da schon 1 auf 6 hier und wir haben oben keine Engineering-Geschichten. Wir haben oben nur rein ausgebaute Bases und der Brünnhild Hildir Hildr macht das hier genau richtig, indem er hier echt viele Truppen in diese Base packt. Denn hier hast du keinen Inferno zu befürchten, der dir die Truppen Stück für Stück wegbrutzelt, sondern hier können die ganz behende, und man sieht das ja, ganz behende schon mal durchgehen, hier ohne Zauber, ohne alles. Er setzt jetzt seinen ersten Wutzauber hier, um der Truppe hier mal richtig ein bisschen PS zu geben, dass man auch zügig durch die Base kommt. Schön die Sprunggesetze hier, die reichen bis schön in das Rathausfeld vor allen Dingen auch rein. Und jetzt springen die hier erstmal hinher so ein bisschen. Da die Riesen auch erstmal nach da. Okay. Und da können sie aber noch weiter jumpen. Also der Sprung war wirklich gut, der zweite hier. Denn die sind jetzt erstmal hier im oberen Teil in alle Abteile gekommen. Und die Riesen und tanken hier wirklich die Einheiten richtig gut. Kommt hier, was hat er denn hier an der Seite? Ah, hier hat er auch noch einen Bola unter Heilung. Also wenn sich das Ganze so ein bisschen aufteilt hier und ein bisschen was innen geht, ein bisschen was außen geht. Klar, eine Queen, die innen geht, ist natürlich mal Kacke. Ich meine, wenn dann die Sprung noch da sind, entschuldigt mal dieser Ausdruck Kacke, ist natürlich Mist. Denn die wird ja irgendwann anfangen, gegen Mauern zu schießen, um weiterzukommen. Und jetzt wird die Queen hier aber geheilt und macht schon mal, ja, das was sie macht, immerhin im Verbund mit den Bowlern. Also jetzt zielt hier wenigstens nicht jeder auf seine einzelne Mauer, sondern die gehen hier gesamt an die Mauer ran. Das ist nicht schlecht, aber da sind jetzt auch nicht mehr so die Masse an Bowler. Die machen dann auch nicht den Superschaden. Und so eine Level, was ist es hier, 11, 12, nee, das ist eine 10er. Eine 10er Mauer ist dann auch schon ganz schön zäh, die hat schon ein paar Hitpoints. Aber hat er hier gut gemacht, glaube ich. Und jetzt wieder die Queen. Mauer, Mauer, Mauer. Ich sag, man kann das ja so ein bisschen im Takt zählen, ne? Wenn die immer so schießt. Mauer, Mauer, Mauer. Ja, also so zähle ich das hier manchmal im Takt, dieser Queen. Und hat aber schön gemacht hier. Hat jetzt außen noch ein paar Bogenschützen. Nur noch jetzt die Lager und wieder eine Mauer. Ist klar, wir müssen da ja durch. Gar keine Frage, hast du gut gemacht hier, Queen. Und auch die restlichen Truppen haben das hier gut gemacht. Jawohl. Schöne 3 Sterne hier vom Brünn. Hier oben. Und auch in dem Bereich hier, ich glaube der 5er war unser letzter Angriff hier vom Killer. Auch ein 10 auf 9. Ah, ja. Nein, das ist schon ein 10 auf 10. Ah, das ist ein 10 auf 10. Wunderbar. Dann haben wir sowas auch hier drin. Was hat er hier? Single Inferno. Single Inferno sind natürlich super
für Hexen und Bola. Also wenn du hier richtig Masse reinschickst und auch der Killer hält sich hier an die Gesetze. Hier greifen die Zehner mit Riesen an. Er ist also auch mit Riesen hier dabei. Und jetzt richtig vielen Bolern. Und die Infernos müssen natürlich immer wieder aufladen. Das ist eigentlich das, was sie ja manchmal stark macht, manchmal allerdings auch schwächt. Und in dem Fall seht ihr das hier, ist das natürlich etwas geschwächt, weil jedes Mal muss der neu aufladen. Und dann dauert es auch ein Sekündchen, bis der wieder voll geladen ist. Ich meine, der hinter der Mauer, der könnte einem jetzt noch wehtun, aber er hat hier natürlich echt die Masse in der Mitte. Und die macht es dann letztendlich mit den Bolern, mit den Hexen. Wo sind eigentlich die Hexen? Ah, die sind hier unten. Okay. Okay, das ist auch nicht schlecht. Jetzt ist ein bisschen was die Mitte beschäftigt. Queen ist in der Mitte, ein paar Boler noch in der Mitte und außen geht der King mit so einer richtigen Meute an Hexen dahinterher. Das ist natürlich richtig krass. Der King tankt hier sehr, sehr schön mit den kleinen Skeletten. Ich gehe mal ein bisschen größer rein, dass ihr das auch an euren Handys seht. Und hier kommt jetzt zwar nochmal so eine böse Riesenbombe, ist aber alles nicht so schlimm, denn die Hexen hier unten sind vor allen Dingen ja noch dabei. Das sind noch 5 Stück, wie ich da zähle. Ne, 4 Stück sind es da noch. In der Mitte immer noch Bowler dabei. Irgendwie retten die sich, hab ich auch immer das Gefühl, die kommen immer schön in den Genuss von so einer kleinen Heilung, so mal eben wieder durchgeheilt. Dann machen die wieder ein bisschen Schaden und dann gehen die hier ganz behende weiter durch die Base durch und machen hier so ein bisschen ihr Ding. Aber der Killerwal hat das hier sehr, sehr gut gemacht. Und am Ende tat es nochmal weh. Aber es erwischt auch nicht alle. Und solange wie es nicht alle erwischt, ist man immer noch im grünen Bereich. Die Queen ist natürlich jetzt auf dem letzten Sticken. Jetzt zündet er sie erst. Also 4, 5 Gebäude, nee, 6 Gebäude sind es noch. Vor Ende erst die Queen gezündet. Wunderbar, schöner Angriff hier. Auf dieses Zehnerdorf hier also doch noch ein Angriff hier mit reingekriegt. 10 gegen 10. Und den unglücklichen Angriff vom Gegner, ihr hört das schon, unglücklich. Wir haben diesen CK nämlich gewonnen mit 35-35. Ihr seht das, wir waren prozentual weit voraus. Und ihr seht das jetzt auch, die letzten Angriffe, wann die hier gemacht wurden vor Ende. Also das 70 Minutes Left, das bedeutet ja 17 Minuten vor Ende. Da hat der Gegner nochmal probiert, auf mich hier 2 Sterne, auf den King hier 2 Sterne und besonders bitter für den Gegner. Also es ist einfach bitter. Dieser eine Stern hier, diese 99%, die haben uns hier echt den Arsch gerettet. Haben wir im Chat schon gesagt, schade, dass verloren ist, denn das ist ein RH10er hier. Aber leicht geschwächt, nämlich ohne King. Und ich finde nach wie vor, so eine Truppe nicht mit dabei zu haben, birgt immer Gefahren. Nämlich, dass du, ja, ich will nicht sagen failst, aber man ist ja ein bisschen geschwächt, so ein King. Und ich denke mal, der wird ihn auch weit über 20 haben. Oder der oder die, was es auch mal ist. Und fehlt einfach in der Base. Und dann fehlt es auch so ein bisschen an der Zeit um die ganzen Gebäude. Ah, dieses Z, ich glaube, das ist immer sehr laut bei euch. Das muss ich mir mal abgewöhnen. Dann fehlt es natürlich an der Zeit, die Gebäude schnell wegzumachen. Möglichst in diesen 3 Minuten hier, wie so ein CK ja nun mal, so ein CK-Kampf nun mal geht. Und hier habe ich eigentlich schon gedacht, oh cool, der Drachen lebt noch. Ah, jetzt ist er aber doch weg. Ah, und dann sind es natürlich auch die 5er. Ich nenne sie immer ganz gern Schnitten. Also die 5er Valkyren, die hier jetzt richtig für Druck in der Base sorgen. Hier kann er sie jetzt durchheilen. Denn der Baba hier ist natürlich ein 9er, hat keine Infernos. Und da kannst du hier ruhig mal ein paar Valkyren richtig durchheilen. Die haben hier noch volles Leben jetzt wieder. Jetzt laufen sie aber aus dem Heil raus. Ja, und jetzt wird schon ein bisschen dünner auf dem Eis hier für den Gegner. Ah, da hat man noch Hoffnung. Da haben wir noch gedacht, ja, das wird er nicht schaffen. Und irgendwo waren es dann immer noch so die Valkyren. Und oh, da sind ja immer noch so viele am Leben. So ein Mist. Und jetzt tankt der Golem auch noch so gut hier. Ja, der zieht jetzt ja fast alles auf sich. Oder beide Golems sogar ziehen ja alles an Feuer auf sich. Also die Valkyren hier mit den Magiern im Heck können hier richtig, richtig rasieren hier außen. Müssen allerdings gleich nochmal in eine Base rein. Und ja, jetzt ist es das erstmal gewesen hier. Aber der Golem tankt immer noch. Also der Tesla hier in der Mitte immer noch abgelenkt. Bogenschützenturm beziehungsweise der X-Bogen. Na, oh, die packen den X-Bogen womöglich auch noch. Und ja, die packen den X-Bogen noch. Und jetzt habe ich gedacht, Alter, das ist verloren. Denn die beiden Mini-Golis hier. So knapp war das hier. Das sind die 99%, ihr habt es ja gesehen. Aber ist das unglücklich? Der Tesla wechselt einfach einmal auf den Magier.
Ich weiß nicht, wie das kam, aber eigentlich war das Ziel ja daneben, der nächste kleine Golem. Und der wechselt einfach mal. Naja, und der kleine Bogi hier, der stellt keine Gefahr mehr für den Tesla dar. Und der schafft es eh nicht mehr, glaube ich, in der Zeit, oder? Schafft das noch? Ich glaube, der kleine Bogi musste leider auch noch dran glauben. Und der Tesla hat uns hier den Arsch gerettet. Also der Tesla von Baba ist eigentlich der eigentliche Held hier in diesem Clankrieg. Und ich weiß nicht, was ich jetzt als Gegner gemacht hätte, weiß ich nicht. Tablet in die Ecke geworfen, Handy geschrotet oder still und stumm alles hingelegt und erstmal tief durchgeatmet. Also schönes Ding hier, schön gemacht, True Warriors 2. Und super Result hier. Kann man nicht anders sagen, denn knapper geht's mal wieder nicht. Ich hoffe, die CK-Folge hat euch gefallen hier mal wieder von mir. Wir haben länger kein CK gesehen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag. Bis dahin, euer Toto. Clashed.